for you. Snow is falling down. I'm still searching for you. I never thought it through. Always thought it would be me and you. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute pimpen wir dem Max seine Terrasse ein bisschen auf, beziehungsweise unsere Terrasse oben. Ihr habt euch dieses Video gewünscht, nachdem ihr auf Snapchat gesehen habt, dass einige Kartons bei uns angekommen sind. Und deshalb heute dieses Video. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Der Max, der verteilt gerade schon Rindenmulch hier im Garten. Wir haben nämlich so Vorrichtungen, die in die Erde gesteckt werden, damit da ein schönes Licht draufgestellt wird und dann abends quasi etwas gemütliche Stimmung entsteht. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Leonardo Glas. Ihr wisst, ich stehe voll hinter dieser Marke, ich liebe deren Produkte und ich durfte mir einiges aussuchen, worüber ich mich natürlich wahnsinnig gefreut habe. Und wir starten jetzt durch in dieses Video, falls es euch interessiert, wie Max seine Terrasse jetzt aufgepimpt wird, beziehungsweise unsere oben, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei ist, denn ich habe auch schon ein paar Kartons aufgemacht, ich habe schon ein bisschen reingespitzt und es sind so schöne Sachen dabei. Es ist wirklich der Wahnsinn. Total edel und ich bin jetzt auch froh, dass die Sonne rauskommt, denn es hat gerade Hunde und Katzen geregnet, so sagt das immer die Steffi. Sieht man auch gleich am Boden, der ist noch total nass, aber jetzt ist es da, die Sonne, und jetzt dekorieren wir. Der Max bekommt nämlich heute Abend Besuch und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten durch mit diesen zwei Schätzen hier, und zwar nennt sich dieses Produkt hier Lampion Giardino Verde und dieses hier Lampion Giardino Basalto. Und der Max möchte sich das ganz gerne an die Zweige von seinem Baum hängen. Da müsst ihr natürlich aufpassen und keine echten Kerzen natürlich verwenden. Ich habe diese hier gekauft bei DM. Das werde ich jetzt hier reinstellen. Eigentlich wollte ich die ganz gerne so unten auf dem Boden hinstellen, beide nebeneinander. Aber Max gefällt es eben besser im Baum. Und das machen wir jetzt einfach mal. Okay, Max, wo magst du den hin haben? Ich hätte ihn jetzt gleich hier hin. Okay, probier mal, wie das aussieht. Ach, süß. Sieht schön aus. Ich glaube, das sieht abends ganz toll aus. Oder? Was meinst du? Ja. Schön. Und jetzt den großen. Wo magst du den hin haben? Mal schauen. Ja, vor allen Dingen, du brauchst einen stabilen Ast. Ja, man muss sich zu helfen wissen, ne, Max? Also, wie gesagt, bitte kein echtes Feuer in der Nähe von einem Baum. So sieht es jetzt aus. Ich zeige es euch dann heute Abend nochmal, wenn die Kerzen brennen. Also die unechten Kerzen natürlich. Wir haben jetzt gerade diese wunderschöne Schale hier ausgepackt. Schale Giardino nennt die sich, und die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal 25 cm und einmal 29 cm. Und die gefällt mir so gut. Ich hoffe, dass der Max mir die überlässt für unsere Terrasse oben. Und ach, da ist er, der Max. Max, darf ich die haben für uns oben? Ja, nur weil du so lieb gefragt hast. Okay, weil ich lieb gefragt habe. Danke, Max. So, hier sind diese Vorrichtungen, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Da kommt jetzt so ein kleines Glasschälchen rein und dann kann man abends so ein Teelicht anmachen und es sieht dann bestimmt ganz, ganz schön aus. Wir haben hier abwechselnd die Farben, einmal in hellgrün und dann so Rubin. Der Alessandro hilft mit. So sehen die aus und wir haben 4 Stück. Ja, und ich glaube, das sieht dann abends richtig schön aus. Wo ist die hier noch? Die fehlt noch. Und da ist die 4. Ja. Das sieht voll schön aus, Max. Gefällt mir richtig gut. Max, ich finde, die kann man auch einzeln auf den Tisch stellen. Schau mal, so. Ja, sieht natürlich auch schön aus. Sieht auch schön aus. Teelicht ist immer mit dabei. Und unsere 4 da hinten, wie gesagt, gefallen mir total gut. Und jetzt machen wir mit dieser wunderschönen Vase hier weiter. Ohne Licht, je nachdem, wie man das sehen will. Also ich bin schwer begeistert, als ich das jetzt gerade ausgepackt habe. Und zwar nennt es sich Windlicht Basalto. Gibt es in 3 verschiedenen Größen, meine ich. Und oh mein Gott, das sieht so edel aus. Ich kann das ja mal versuchen, so mit der Kerze. So, wenn man das dann abends schön anmacht, ne? So die Kerze auf der Terrasse, kann ich mir super gut vorstellen. Oder wie gesagt, auch als Vase, wenn ich das Ganze mal wieder umfunktioniere. Max, magst du mal ein paar Rosen da drüben abschneiden, damit wir mal sehen, wie das aussieht? Hast du Lust? Ja, kann ich machen. Okay, cool, danke. Wunderschön sieht das aus, der Wahnsinn. Also die Vase müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also ich bin schwer verliebt, hoffentlich überlässt der Max mir die wieder. Max, bekomme ich die wieder? Bitte. Ja, mal schauen. Mal schauen. Also gut, gefällt mir wahnsinnig gut. Wie gesagt, entweder als Vase oder als Windlicht. Und jetzt machen wir mal weiter.
Als nächstes haben wir jetzt hier das Windlicht Giardino. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und der Max, der hatte jetzt vorhin die Idee, dieses kleine hier reinzustellen. Max, magst du es mal machen, wie es aussieht? Ja. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ist auch eine gute Idee. Also auf deren Seite ist das jetzt so nicht beschrieben. Wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir die Idee hatten. Da eine Kerze rein. So. Sieht auch schön aus. Auch mal eine andere Idee, oder? Was meint ihr? Man könnte sich hier außenrum auch noch Sand drapieren zum Beispiel. Oder Wasser reinmachen. Könnte man auch machen. Sieht auch bestimmt total schön aus. Oder eben auch diese zwei wunderschönen Windlichter eben als Vase nutzen. Ne? Wir stellen mal die Rosen rein, damit wir mal sehen, wie das dann aussehen würde. Jo, gefällt mir zum Beispiel auch total gut. So als Vase, das da drüben als Windlicht. Max, was meinst du? Gefällt es dir? Ja, es ist eigentlich ganz schön. Ja, das kann man auch auf den Boden hinstellen. Wollen wir es mal auf den Boden stellen, wie das dann aussieht? Das machen wir jetzt mal. Ich habe das jetzt einfach mal hier so an die Seite gestellt, auf dem Boden. Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt es natürlich auch schön auf den Tisch stellen und da dekorieren. Mir gefallen auch beide Versionen total gut. Einmal als Vase und einmal als Windlicht. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich finde auch hier rechts, wenn man da eine Kerze reinstellt, sieht es natürlich auch wahnsinnig dekorativ aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit den nächsten Produkten. Jetzt haben wir hier noch diese Dekoschale, Giardino nennt die sich. Die gibt es auch wieder in verschiedenen Größen. Ich habe mir jetzt einfach mal Rosen rein, also vorher Wasser. Man könnte natürlich auch Schwimmkerzen reinstellen. Mir gefällt halt sowas immer super gut, wenn es auf dem Tisch steht. Man könnte das Ganze natürlich auch wieder auf den Boden stellen. Ihr könntet es auch komplett anders dekorieren, zum Beispiel wenn ihr euch Sand reinfüllt und eine schöne Kerze. Ihr könnt es auch zu jeder Jahreszeit nutzen, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich total schön. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss, wie das hier komplett aussieht, hier unten bei Max. Wir gehen jetzt aber erstmal hoch zu unserer Terrasse, dekorieren da und dann zeige ich euch hier das Ergebnis. So, dann machen wir jetzt mal hier oben weiter. Das ist unser Tisch. Leider ist die Glasplatte kaputt gegangen, nachdem es ganz, ganz schlimm gestürmt hat. Das hatte ich euch auch in einem Vlog erzählt. Die Glasplatte ist aber bestellt. Ich wollte es euch jetzt trotzdem schon mal zeigen. Ich finde den Tisch total praktisch, weil man einfach diese Stühle hier ausziehen kann und dann wieder reinschieben kann. Und das ist halt super platzsparend. Da unten sind sogar nochmal so kleine Hocker. Und ich finde, dass diese Vorrichtung hier wie für diesen Tisch einfach gemacht ist. Ich finde das super edel. Und ihr könnt schon sehen, wir haben ja alles so in diesem Anthrazitgrau. Leider ist unser Bankierei hinüber, also der sieht nicht mehr schön aus, obwohl wir ihn gepflegt haben, aber gut, so ist es halt. Da hinten ist unsere Kuschelmuschel, da ist unser neuer Schirm. Wie gesagt, das hat gerade geregnet. Ich habe den jetzt nur mal umgekippt, damit ja, das Wasser eben wegläuft. Und ich hole jetzt mal die anderen Sachen, damit wir die auch noch schön drapieren können. Meine Lieben, da bin ich wieder. Sorry wegen der Sonnenbrille, aber die Sonne, die blendet so, so stark. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe mir jetzt mal die Windlichter unten vom Max geschnappt und habe sie mir hier oben auf unsere Terrasse gestellt mit Kerzen. Ich glaube, abends, wenn die an sind, sieht das richtig gemütlich aus. Und ich werde mir in die Mitte noch dieses wunderschöne Windlicht stellen als Eyecatcher mit dem Türkis. Es sieht so, so edel und hochwertig aus. Windlicht Ferrara nennt sich das. Das gibt es auch in verschiedenen Farben und das gefällt mir so gut, dass ich mir das sogar auf meinem Esstisch sehr gut vorstellen kann, als Vase zum Beispiel. Und ich werde jetzt noch ein leckeres Getränk zaubern für meine Kinder. Ich hatte nämlich noch einen Getränkespender dabei, als ich den ausgepackt habe. Oh mein Gott, ich habe mir nur gedacht, wie schön ist dieses Produkt bitte. Also die Kinder, die freuen sich schon riesig, das zu verwenden. Da ist nämlich ein Hahn dabei und ihr habt in der Mitte einen Kunststoffbehälter. Da könnt ihr auf der einen Seite zerstoßenes Eis füllen, sodass quasi euer Getränk nicht verwässert, aber trotzdem gekühlt ist. Und auf der anderen Seite könnt ihr euch dann frische Früchte schneiden. Dann habt ihr trotzdem den Geschmack, aber kein Fruchtfleisch eben dabei. Da ist auch ein Holzsockel jetzt mit dabei gewesen. Wenn ihr zum Beispiel Gäste habt, könnt ihr euch das schön hinstellen. Die Gäste können sich ihr eigenes Getränk rauslassen. Ihr habt einen schönen Sommerdrink zum Beispiel gezaubert und es macht halt mords was her. Ich meine, dass dieser Getränkespender 39,95 Euro kostet. Ich kann euch aber alle Produkte gerne mal unten in der Infobox verlinken, auch die Leonardo-Seite, sodass ihr dann quasi alle Produkte schneller findet. Keine Sorge, ich werde
gerade nicht am Verkauf beteiligt. Ich möchte es nur kurz dazu sagen, damit ihr da Bescheid wisst. Und ich werde mir jetzt hier hinten noch unser Kissen holen, unser großes Kissen, damit es gemütlicher aussieht. Und im Anschluss werde ich euch jetzt mal die Terrasse einblenden vom Max, damit ihr seht, wie gemütlich das abends aussieht, wenn die Lichter an sind. Und ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei war, sodass ihr vielleicht auch Lust bekommen habt, eure Terrasse schön zu dekorieren. Also wie gesagt, schaut gerne mal bei Leonardo vorbei. Bleibt jetzt im Anschluss auf jeden Fall noch mit dabei, damit ihr das seht. Und ich wünsche euch schon mal einen wunderschönen Tag oder Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Da ist auch die Bella. Tschüss!